eingeschaltet. Das klingt ein bisschen seltsam. Ich jetzt am besten nach Boston. Mal die nächste Ecke nach links umdrehen. Kann ich keine Schnellreise machen? Eigentlich müsste ich doch. Ach, ich habe hier noch einen Haufen Schätze und Federn rumliegen. Hier. Sehr geil. Dann haben wir noch ein Abenteuer. Da ist Boston. Ja, komm. Dann nehmen wir halt den nächsten Weg nach links. Und vielleicht schaffe ich es ja in Boston ein paar. Oder hier. Ein paar Feinde zu organisieren. Das wäre auch sehr geil. Verbrauchsmaterial, ja gut. Pfeile, genau. Davon möchte ich welche haben. Gekauft. Pfeile 1. Ich würde gerne ein paar mehr dazu bringen, aber irgendwie. Ja, ist okay, da muss ich sie halt einzeln kaufen. Wir haben jetzt 4 Pfeile kaufen. Gegenstand gekauft, Pfeile. Ich habe 4 plus 1. Was auch immer. Aber ich kann hier andere Dinge verkaufen, zum Beispiel einfach mal alle Gegenstände. Kann ich jetzt vielleicht Pfeile kaufen? Ach ja, jetzt ist mein Inventar voll, alles klar. Na dann hat dieses Spiel glücklicherweise keine Bugs. Es ist nicht die Remake-Version. Hier schon wieder. Ich hätte, glaube ich, auch einfach per Schiff nach Boston reisen können. Nein. Wo reise ich jetzt eigentlich gerade hin? Bin ich? Ja, ich bin in die richtige Richtung. Das ist okay. Da drüben ist irgendwo eine Feder. Die sagt man noch ein. Mal Collectibles, an denen wir vorbeikommen. Die nehmen wir gerne mit. Alle anderen ignoriere ich ja meistens. Außer ich bin mal auf Collectible-Suche, was eigentlich eher sehr selten passiert. Kann ich auch irgendwo durchspringen? Ich glaube nicht. Braves Pferd. Du solltest eigentlich da unten bauen. Nein, doch nicht.
Hier kommen eh noch ein paar Pferde und hast nicht gesehen. Pferde. Ja, genau, da sind die Pferde. Federn und sowas über den Weg. Von daher kann ich auch direkt zu Fuß laufen. Abgesehen davon kann ich bei zu Fuß einfach mal den Bogen ausrüsten. Jetzt haben wir ja auch ein paar Pfeile und können auch mal ein paar Pferde und sowas mitbringen. Ja, wenn du mir schon fallen lassen anbietest, dann würde ich auch gerne, dass du mich fallen lässt. Scotch Plains. Und es wird zumindest nur noch eine Feder. Eine professionelle Schlafenlegung für einen Waschbär. Ach, da sind schon wieder welche. Ein Baumstamm, über den wir nicht drüber springen können, weil er höchstens fußhoch ist. Okay, wie kommen wir da auf diesen Baum hoch? Fehlt auch nur noch ein einzelnes Federchen. Ich habe auch keine Ahnung, was die Feder gemacht haben, weil das letzte Mal, als ich exzessiv Federn gejagt habe, ist schon ein wenig her. Ich habe jetzt aber auch gerade keine hier auf dem Schirm. Komm, magst du da? Nein, nein, ich will nicht da runter. Sehr schön. Ja, ich will nämlich nach Boston. Hier können wir uns hier also relativ gut und frei bewegen. Boston ist halt eine Stadt der Freien. Was ganz gut ist. Wir haben noch ein paar Federchen gesammelt. Finde ich auch schön. Also am anderen Ende der Stadt. Oh, da ist noch. Hier oben ist da noch irgendwas an der Seite. Wo ist die Seite? Gerade eben war hier noch eine Seite angezeigt. Da oben ist sie. Die andere Richtung. Klassischerweise tut dieses Spiel zwei Dinge gleichzeitig ein. Mit Scrollen. Mein Slops und das Spiel selbst, wenn ich das Mausrad benutze. Was mich ein wenig anödet. Ja, hallo, würdest du mal
muss die Seite hin. Da drüben ist sie. Komm, los, spring. Mach hin, Connor, die Seite verschwindet. Und weg ist sie. Weg ist sie. Schade. Hätte klappen können. So, auf dem Weg nochmal fix eine Seite holen. Ist auch eine sehr geile Idee. Da haben wir noch die Siedlungsmission. Die wollten wir ja machen. Wir gehen den Typen, die da... Och, was machst denn du? Wir gehen den Typen, die da rumstehen, mal aus dem Weg. Wenn wir hier unten am Boden bleiben, ist ja alles gut. Dr. White? Nein, er ist der Trunkenbold hinter der Ecke da. Sollte er euch zuhören, sagt ihm, ich kündige. Er macht nichts als Ärger. Das wird mir langsam zu gefährlich. Ich habe Familie. Ach, na dann. Oh, ein Händler. Ein Händler, dessen Lager vorbereitet. Ich hätte gerne noch was verkauft für die Earth. Das ist eine Versperrenfell. Ja, komm. Lass dir unseren Doktor in Ruhe. Auch wenn er nicht weiß, dass er unser Doktor ist. Dr. White. Ja. Mein Name ist Connor. Und wie kann ich dir helfen? Noch ein Zitat für die Zeitung, um es gegen mich zu verwenden. Ich mache dir ein Angebot. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Doktor, den die Briten in der ganzen Stadt verleumdet haben. White Death. Nicht? Freunde gaben mir deinen Namen. Warren und Prudence. Prudence ist schwanger und braucht die Hilfe eines Doktors. Prudence ist schwanger? Die haben es seit Jahren probiert. Vielleicht ist ein Tapetenwechsel genau, was ich jetzt brauche. Ja, ist doch schön. Damit haben wir einen Doktor gefunden. Oh, Gegner können sie uns jetzt entdecken. Alles klar. Wir haben neue Pläne bekommen. Geflügel einer Fleischsorte stehen und Farbe zur Verfügung. Ist doch schön. Aber angesichts des Wetters machen wir jetzt hier einmal einen Cut. Insbesondere angesichts dieser wunderbaren Soundprobleme, die ich dann erst lösen werde oder versuchen werde zu lösen bis zum nächsten Mal. Vielleicht hilft ja ein Neustart, ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend wieder. Ich denke, da werde ich einfach mal weiter streamen. Und bis jetzt ja, wünsche ich euch einfach mal einen schönen Tag, angenehme Zeit bis dahin. Ich schaue mal, ob es jemanden gibt, der... Nee, nicht so wirklich. Dann lasse ich einfach den Autohost entscheiden, wen ihr als nächstes sehen würdet. Und bedanke mich dafür, dass ihr da gewesen seid. Ihr könnt natürlich gerne jederzeit ein Follow dalassen. Dann seht ihr auch den nächsten Stream von mir. Beziehungsweise ihr könnt mit Ausrufezeichen Streamplan, auch wenn ich offline bin, rausfinden, wann ich das plane, das nächste Mal zu streamen. Und ja,
heute Abend wird es auf jeden Fall irgendwann ein unangekündigter Stream werden. Ich weiß noch nicht genau wann. Vermutlich gegen 6 Uhr oder so. Aber das ist alles sehr geplant und ungeplant und so. Deswegen danke fürs Zuschauen. Tschüss. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up. Or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call Pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the Pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end.